Auf diese Weise scharte König Artus noch weitere Ritter aus allen Winkeln des Königreiches um sich und nur die edelsten und tapfersten wählte er aus, um mit ihm am runden Tisch zu sitzen. Und hier sind sie! Der sagenhaft attraktive Sir Galahad! Der salomonische Sir Bedivere! Der todesverachtende Sir Lancelot! Der nicht ganz so todesverachtende wie Sir Lancelot, Sir Robin! Und natürlich ihr Anführer, ihre Lichtgestalt, der unnachahmliche, großartige Sir Artus, König Artus! Sie schlossen sich zusammen zu einer Bruderschaft, deren Namen und Taten die Nachgeborenen späterer Jahrhunderte auswendig herunterleiern werden können, sollen, müssen, dürfen, berühmter als die Beatles, die sagenhaften Ritter der Tafelrunde. Wenn der König Artus seine Tafelrunde beieinander hat, gibt es ein riesiges Fest und das wird ein bisschen unterbrochen mit einem großen Auftrag. Dank sei dem Herrn im Himmel! Wir haben eine Bestimmung! Die Suche nach dem Heiligen Gral. Ja. Nach der Heiligen Qual? Die Qual? Nein, nicht die Qual, der Gral. Hm? Das ist der Pokal vom letzten Abendmahl. Da wurde ein Pokal verliehen? Gab's da einen Wettbewerb, einen Tanzwettbewerb? Es ist wie eine Metapher. Hä? 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 Ah. Wir müssen nach dem Gral tief in unserem Inneren suchen. Hat ihn jemand verschluckt? Nein! Niemand hat ihn verschluckt! Sei voll Mut, wage viel, richte den Blick auf dein Ziel. Alte West, am Ideal, deinem Gral, such den Gral. Such den Gral, wirkt die Welt dir zur Qual. Alles ist zu trüb, alles ist zu scharf. Dann auf einmal, wie ein Strahl, heißt die Wahl, such den Gral. Es ist das, wie es einmal ein englischer Journalist, glaube ich, gesagt hat, Monty Python hat die Albernheit zur Kunstform erhoben. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Hier! Ich bin nicht tot! Er sagt, er ist nicht tot. Ist er noch? Bin ich nicht. Ist er nicht? Okay, aber bald. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Wie? Ich bin noch nicht tot. Vergiss es, Papa. Ich bin noch so gut. Er ist noch nicht tot. Zu viel ist deinem Mund. Er ist noch nicht tot. Was will der Idiot? Er ist noch nicht tot. Wir wollen ihn nicht im Boot. Der fällt sich gleich nach Hause. Er ist noch nicht tot. Die Musiken gibt es alle schon, also die Komposition. Und die Komposition hat er vom Monty Python Team vor allen Dingen der Eric Idle gemacht, der auch im Life of Brian dann am Kreuz war und Always Look on the Bright Side of Life gesungen hat. Als Ritter musst du doch reiten. Wie machst du das? Soll ich dir vormachen? Die Rechte am Zügel. So. Ja, und jetzt machen wir Kanter, das ist ein Galopp. Und Jap, zwei. Jap, sehr schön. Und Trab. Sehr schön. Und der Hoppeltrab geht. Und Galopp. Und Kanter. Und Absitz. Im Namen der Ritter der Tafelrunde befehle ich euch,
die Pforte zu dieser geheiligten Festung aufzutun. Ich drücke meine Pickel aus und spritze dich voll. Ihr seid nichts als kaputte elektrische Eselsarschrasierer. Dann muss ich diese Festung mit Gewalt stürmen. Was in drei Teufelsnamen ist das, Bedebär? Das ist der hölzerne Hase, Sire. Die Krone der modernen Militärtechnik.